In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Gaming Experience auf das nächste Level bringt, und zwar mit Hilfe des Loop Decks an dem Beispiel The First Descendant. Und ich habe natürlich noch was ganz Besonderes für euch, und zwar ein Loop Deck im Wert von 199 € liegt hier für euch bereit. Verlose ich unter allen Kommentaren. Hat von euch einer schon das Loop Deck? Dann schreibt mir mal die Erfahrung hier unten in die Kommentare. Ich zeige euch Funktionalitäten. Ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Das Loop Deck ist richtig geil für unterschiedliche Games wie Diablo, Star Citizen und. Ich zocke natürlich auch live auf YouTube und auf Twitch. Schaut gerne auch in den Streams vorbei. Da lernen wir uns dann kennen. Ich zocke sehr, sehr oft mit der Community. Gerade Space Marines 2, The First Descendants, wenn der nächste Kolossus rauskommt und. Seid gerne dabei. Und jetzt möchte ich gar keine Zeit mehr verlieren. Let's go! Ja, aber was ist das Loop Deck denn überhaupt? Was erzählt der Dude euch denn hier? Ja, das Loop Deck ist eine frei konfigurierbare Konsole mit Touch-Buttons, taktilen Reglern und analogen Tasten. Sie ermöglichen die volle Kontrolle über das Spiel, zum Beispiel den Stream, den Chat und externen Quellen, die kannst du nämlich auch einbinden, wie Beleuchtung und Audioeinstellungen zugleich. Und das Ganze zeige ich euch dann auch, wie das natürlich im Game funktioniert mit der Software. Und wir starten erstmal mit der Software. Da seht ihr nämlich die volle Funktionalitätsbandbreite des Loop Decks. Wir sehen hier gerade auf meiner Startseite 15 frei konfigurierbare Touch-Buttons mit haptischem Feedback auf dem Loop Deck. Und das reicht aber nicht, ja. Wir können hier 14 Seiten konfigurieren. Das bedeutet ergo 210 Buttons pro Profil. Hier oben links sehen wir zwei Drehknöpfe, die wir auch nochmal einzeln belegen können. Da habe ich zum Beispiel die Hintergrundmusik drauf, mein Mikrofon, haben auch Push-Funktionen. Damit kannst du dich zum Beispiel einfach muten. Und wir haben hier vier taktile RGB-Knöpfe. Da habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier draufklicke, ja, die so belegt, dass wir dann zum Beispiel auf die unterschiedlichen Seiten wechseln können. Die Einstellungsmöglichkeiten sind enorm mit dem Loop Deck in der Kombination mit der Software, aber auch sehr benutzerfreundlich. Muss ich wirklich sagen, ich wechsle mal gerade hier rüber. Hier hätten wir jetzt einen freien Spot, ja, einen freien Knopf, den wir belegen können. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel Keyboard-Shortcut, Anwendungen öffnen, Webseiten öffnen, Sounds einstellen. Anwendungen habe ich hier zum Beispiel. Ja, The First Descent, klicke ich einfach drauf, wenn ich den PC starte, und schon startet der mein Game, was ich gerne zocken möchte. Dann Multi-Aktionen, Makros, extrem relevant für uns Spieler. Gehen wir gleich mal näher drauf ein und. Ja, wirklich viele unterschiedliche Dinge, die man hier einstellen kann. Aber es gibt auch viel Vordefiniertes. Gehen wir später nochmal drauf ein. Aber hier mal zurück zu den Makros. Ich zeige euch das Ganze mal. Jetzt hätten wir hier einfach per Drag and Drop das Ding rübergezogen. Jetzt könnten wir dem ein Bildchen geben. Wir könnten das Ding benennen und so weiter. Ja, habt ihr ja gesehen, vorne auf der Startseite habe ich ja einige Bilder. Und dann können wir hier eine Aktion hinzufügen. Und das wird jetzt höchst interessant. Und zwar zum Beispiel einen Tastaturbefehl. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, dann machen wir zum Beispiel mal ein K. Das Ganze sichere ich jetzt. Und wenn ich jetzt hier drauf gedrückt hätte, dann würde der mir ein K machen. Und wenn ich jetzt die nächste Aktion hinzufüge, zum Beispiel eine kleine Verzögerung, ja, von 500 Millisekunden. Das kann manchmal entscheidend sein, und dann wieder die nächste Aktion und zwar wieder einen Tastaturbefehl und zwar diesmal mit dem M für Karte öffnen. Ja, und wenn ich das jetzt hier abgesichert habe, dann seht ihr jetzt hier, hat er mir das Ding erstellt, ganz, ganz einfach in der Kombination, ja, wie ich das hier habe, zum Beispiel K, eine kurze Verzögerung und dann M. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier zum Beispiel anschauen, warum man das hier braucht, zum Beispiel bei The First Descendant, und da gehen wir gleich auch ins Game. Ich öffne das Inventar, brauche eine kurze Verzögerung, dann geht der auf das A und dann habe ich oder bin ich sofort bei den Waffen, ohne dass ich das komplex drücken muss. Und diese Reihenfolgen helfen mir einfach, mein Spielerlebnis zu verbessern, viel schneller zu den Punkten zu kommen, die ich gerne hätte. Und das natürlich bei vielen Spielen, die hochkomplex sind, wird das Ganze extrem relevant, wie zum Beispiel Star Citizen, unterschiedliche Funktionalitäten bei Diablo und. Ich zeige euch jetzt, wie ich zum Beispiel das Spielgefühl von The First Descent für mich persönlich maximal verbessert habe. Was mich zum Beispiel bei diesem Game gestört hat, ist zum Beispiel das Reaktorenfarmen. Das sind gewisse Items, die du für jeden Charakter brauchst. Aber um sich die Reaktoren anzuschauen, muss ich auf die Karte gehen. Dann nochmal F drücken und dann nochmal V drücken, um die ganzen Belohnungen zu sehen.
Ja, und solche komplexen Menüführungen sind wirklich nervig. Dann klicke ich hier wieder auf zurück und dann bin ich wieder da. Der zweite Button bei mir auf dem Loop Deck, den seht ihr da unten, ja, der heißt Reaktoren. Ich klicke da einmal drauf, zack, bin ich bei den Reaktoren. Deshalb auch immer die kurze Verzögerung zwischen den einzelnen Buttons. Das braucht das Game, ja, weil ansonsten erkennt das nicht. Wenn du die Buttons direkt hintereinander drückst, dann checkt das Game nicht. Deswegen müsst ihr da eventuell kurze Verzögerungen einbauen. Und das ist natürlich extrem geil. Es soll wohl bald noch ein Update geben, da könnt ihr sogar dann die Dauer eines gedrückten Buttons einstellen. Darauf warte ich noch, das ist natürlich dann extrem geil, ja, um dann einen Button gedrückt zu halten. Und jetzt möchte ich zum Beispiel auf meine Charakterwerte, das seht ihr bei mir, das ist der fünfte Button im Loop Deck, nämlich die Details. Ja, und dann klicke ich einfach drauf und dann sehe ich meine Charakterdetails. Ich möchte zu den Waffen, zack, klicke ich dann einfach auf dem Loop Deck zu den Waffen und dann sehe ich hier meine ganzen Waffen, die ich im Inventar habe, ohne komplex irgendwie rumfuchteln zu müssen oder sonstiges. Ja, und das ist natürlich extrem geil. Ich möchte zu den allgemeinen Game-Infos. Ja, das steuere ich alles hier über das Loop Deck. Ich habe mir so einen verlängerten Arm besorgt. Das ist hier direkt neben mir. Da ist einfach das Loop Deck vorhanden. Ich kann das ja mal versuchen, hier einzufangen. Da seht ihr das Ganze. Ja, dahin. Da vorne ist es, oder? Ja, hier seht ihr es. Ne? Da habe ich mir einfach so einen verlängerten Arm besorgt und da kann ich das Loop Deck einfach steuern. Ja, relativ relaxed das Ganze, relativ einfach und funktioniert super gut. Da habe ich das direkt hier in Griffreichweite, aber auch natürlich beim Streamen und so weiter, hilft mir das Ding enorm. Und das hat meine Experience wirklich extrem verbessert. Ja, Nachfahren wechseln. Du musst immer hingehen, wenn du Nachfahren wechselst, muss ich I drücken, dann auf Nachfahren mit der Maus gehen. Jetzt mache ich das einfach mit einem Knopfdruck. Zack. Aber auch hier unten Websites, die wir zum Beispiel brauchen während des Zockens, habe ich hier unten eingerichtet. Zum Beispiel die TFD-Tools. Ja, klicke ich einfach drauf und dann öffnet der mir jetzt aktuell einfach die Website. Und das sind unten die beiden Knöpfe in der dritten Reihe. Ja, solche Tools braucht man immer wieder. Man kann schnell auf Webseiten wechseln, sagen, wo soll das Ganze geöffnet werden und so weiter. Also das Ding hat meine Experience wirklich enorm verbessert. Und wenn man so ein Game zockt und wenn man so ein Game oft zockt, dann sind solche kleinen Abläufe irgendwann nervig, wenn die Menüführung komplex ist. Oder auch gewisse Abläufe, die ihr immer wieder im Spiel machen müsst, könnt ihr innerhalb eines Knopfdrucks einfach erledigen. Ihr habt alles gebündelt an einer Stelle. Es macht einfach jede Menge Spaß, aber es wird noch besser. Loop Deck hat eine große Community und die wächst immer weiter. Warum das so wichtig ist, wir befinden uns hier auf dem Loop Deck Marketplace und den könnt ihr ganz einfach über die Software erreichen. Und wir kriegen hier über 250 neue Plugins, darunter zum Beispiel Profile, die auch für euch völlig kostenfrei sind. Wie zum Beispiel hier. Ja, müsst ich mir selbst rumfummeln. Es gibt bereits Profile, die ihr runterladen könnt für eure Games. World of Warcraft, Star Citizen, Baldur's Gate 3, Civilization 6, Euro Truck Simulator, Assetto Corsa und. Auch unterschiedliche Profile für Software. Photoshop, DaVinci, InDesign, ach was weiß ich nicht alles. Wirklich richtig viel. Ja, auch mein Profil wird hier irgendwann erreichbar sein für The First Descendant. Also, das ist natürlich extrem spannend, extrem gut. Ihr müsst noch nicht mal mehr Profile selbst entwickeln oder ihr könnt die Profile nehmen und weiterentwickeln, auf eure Bedürfnisse anpassen. Und das macht das Ding natürlich nochmal viel, viel geiler. Ich sag euch ganz ehrlich, ich möchte das Loop Deck nicht mehr weggeben. Es macht einfach extrem viel Spaß. Bei den Games, wo ich es mal angewendet habe und dann aus Versehen das Profil nicht gewechselt habe, ich habe sofort gemerkt, einfach neues Level von der Gaming Experience, vom Gefühl her, ja, man merkt es und ich will es einfach nicht mehr weggeben für den Preis. Und es sieht auch noch extrem geil aus. Ja, mit den Drehbuttons, mit dem Bildschirm, mit den unterschiedlichen Funktionalitäten, mit der Software, einfach ein rundes Paket. Und wenn ihr natürlich noch Fragen habt, ja, dann stellt's gerne rein. Überhaupt kein Problem in den Kommentaren, weil da verlose ich das Ganze ja für euch. Ja, könnt ihr eins abkassieren. Ich verlinke natürlich das Ganze hier unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr das Loop Deck ganz einfach oder im angepinnten Kommentar. Ist ein geiles Weihnachtsgeschenk oder für euren Zockerfreund oder Freundin. Einfach unten auf den Link klicken, reinshoppen und dann seid ihr schon am Set. Und ansonsten, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich streame ja auch live auf YouTube und auf Twitch, könnt ihr gerne stellen. Überhaupt kein Problem. Und jetzt das Wichtigste zum Schluss. Wie immer, bleibt gesund, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bye, euer Dreed. Ciao.